Laut Wetterbericht haben wir jetzt die nächsten 10 Tage keinen Regen. Wirklich? Ja. Boah. Nur Sonne, ein paar Wolken, ein bisschen Wind, aber das Wichtigste ist halt kein Regen. Wir sind auf einen Hügel gefahren, neben Palermo, zu einer Kirche. Kloster? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Touristenbereich. Das heißt, ich nehme an, dass hier im Sommer die Reisebusse halt machen, alle Leute darauf stürmen. Kreuzfahrtgäste. Ja, wir sind jetzt ziemlich allein. Prinzessin Daniel. Das war die Kirche der Heiligen Rosalia und wir werden weiterfahren. Das war ziemlich beeindruckend, ja? Ja, sehr schön so in den Felsen hineingebaut. She says, don't you remember when you were just a child? Oh. Man hat so einen schönen Ausblick auf Palermo und den Hafen. Das bei dem schönen Wetter ist richtig, richtig schön. Wir suchen einen Platz, wo wir uns vielleicht ein bisschen hinsetzen können und den Ausblick genießen können. We would chase each other up and down the backyard. Now that we're older, we'll never be sober. Let the good times flow. Und das da ist der alte Weg, der von Palermo hinauf zu dieser Kathedrale führt, oder zu der Kirche führt, wo wir gerade waren. Es sind ganz viele Mopeds. Und es ist wie ein Schwarm. Time's slow. But numbers don't matter. We're moving slower. Never young. Forever. Wir haben einen Parkplatz gefunden und machen jetzt einen Spaziergang. Meine Schuhe quietschen bei jedem Schritt und das ist so nervtötend. Und ich habe jetzt einen Zugang gelegt und dem Patienten 3 Milligramm WD-40 verabreicht. Schauen wir, ob das hilft. Es quietscht nicht mehr. Super. She walks on down with her head hung low, down to where she belongs. As she swims on now, late at night, she is gone forever. Never be sober, let the good times flow. Numbers don't matter. We're moving slower. Wir fahren jetzt langsam aus Palermo raus, langsam weil Stau ist, und fahren nach San Vito, das ist im Nordwesten von der Insel. Und da treffen wir Herbert und Antonia. Das sind sozusagen Fans von uns, die auch zur gleichen Zeit in Sizilien sind, und mit denen werden wir dann Abendessen gehen.
Du musst jetzt kurz stehen bleiben, weil da gibt es eine Aussicht und das ist so, so schön. Schau mal. Wir werden schon erwartet, weiß ich. Ja, irgendwie müssen wir rein. Das wäre ein Aufschlag. Ich sag nicht. Alten Schrottpostels, ja. Wir waren das teuerste Auto. Oh. Da denkst du dann schon mal drüber nach. Geklappt. Wir haben gerade den Campingplatz verlassen und sind jetzt auf der Suche nach einem Schlafplatz. Sie haben uns schon einen Parkplatz empfohlen, der nicht allzu weit weg ist. Und morgen werden wir wiederkommen und uns ihren Bus anschauen und unseren Defender ein bisschen herzeigen. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Abendessen. Ja, und es ist immer wieder nett, halt mit Leuten zu sprechen, so, weil. Ja. Ja. Also, gerade in der Nebensaison kommt es halt wirklich vor, dass man lange Zeit mit niemandem spricht. Kann ich davon? Man kann es leider gerade nicht so gut erkennen, aber das ist ein richtig schöner Platz und wir werden morgen schön filmen können, wie es da wirklich aussieht. Wir sind direkt am Meer. Das da hinten, diesen Strahl, den man da sieht, das ist der Leuchtturm. Gute Nacht. Gute Nacht. Now that we're older, we'll never be sober. Boah, Scheiße. Das ist überfühlig, Alter. Das ist echt. Oh nein. So, es ist genau das passiert. Es hat richtig reingehoben. Wir sind gerade aufgewacht von Regen. Und wir dachten uns, wir dachten, es regnet nicht. Und ja, durch diese Spalte da oben, da hat es reingeregnet. Ich glaube, man sieht es gar nicht so richtig. Also unser Schlafsack, da steht das Wasser im Schlafsack. Das ist alles nass. Das da. Der Stoff ist auch nass, bis daher. Das ist auch feuchter. Und erlebt schon das, Karin? Das ist schon ein Gebiet. Ja, wir haben ja diesen Schützenstoff, das Überdach. Also es ist jetzt überall undicht. Naja, das will ich nicht finden. Aber wo kommen wir Regen her? Aus den Wolken. Das ist übrigens halb zwei. Schlüssel? Ich gehe gerade runter und stecke die Heizung an, die ich ausgepackt habe, damit wir die Sachen ein bisschen trocknen können. Wie geht's den Schuhen? Ja, das. Ja, nass. Ja? Nass. Aber man sieht keine Lacke. Now that we're older, we'll never be sober. Ja, das war jetzt unsere Notlösung dann in der Nacht. Und es ist immer noch sehr feucht. Man sieht auch den Fleck noch. Wir dachten, es ist kein Regen. Und dann hat es eben doch sehr viel geregnet. Auf der ganzen Fläche da, das ganze Wasser kommt dann da runter. Und dann irgendwann einmal klappt dieses Dings da rein. Und dann ist es eigentlich nur noch ein großer Trichter, der das sammelt und alles da hineinleitet. Eine ganz süße Schnecke, die anscheinend hoch hinaus, weil
Wir haben jetzt fast alles aus dem Dachzelt rausgenommen, damit er schön trocknen kann und da in die Sonne gehängt. Und ja, wir werden das dann wieder ein bisschen zusammenpacken und uns dann wieder auf den Campingplatz stellen, wo die anderen zwei stehen. Man muss auch wirklich sagen, es ist wirklich frühlingshaft mittlerweile. Also es geht gerade kein starker Wind, es scheint fast immer die Sonne. Und dann ist es schon richtig schön frühlingshaft in der Sonne. Und ja, sogar in der Früh kann man nur mit T-Shirt sein. Ja, also das... Dani hat schon Allergieschnupfen. Immerhin das. Auch schön. Ja, sehr kompakt, aber ist ja alles so vorgefertigt, weißt du? Das ist so... Das ist ein bisschen... Ja, entweder das passt oder das passt dann nicht. Genau. Und dann kann man es nicht. Now that we're older, we'll never be sober. Let the good times flow. Numbers don't matter. Wir sind jetzt in Trapani, einem ganz schönen Ort mit Kathedrale und verschiedenen Häfen. Ganz im Nordwesten eigentlich, Nordwestspitze. Ja. Über da ist das Plateau. Wie ist das so automatische Verdunkelung? Ganz in der Nähe von der Stadt gibt es so Salinen, die sind jetzt mit Wasser gefüllt, weil es so geregnet hat. Aber das links müssten dann Salzberge sein oder da ein kleines Salzhügelchen. Wir würden gerne mal dran schlecken, aber es ist leider dieser Fluss dazwischen. Aber ich glaube, es ist Salz. Es müsste Salz sein. Ne? Alten kleinen, meistens 400, 500 fahren noch so viele da herum, teilweise auch schön restauriert und es ist so schön und richtig klischeehaft, oder? Vorhin, als wir in der Stadt waren, habe ich der Dani gebeten, dass ich seine Schuhe noch irgendwie in die Sonne stelle und ich dachte mir, okay, wo kann ich sie hinstellen, dass sie niemand klaut und habe sie dann aufs Dach gestellt. Und jetzt sind wir stehen geblieben zum Einkaufen und Dani schaut so am Auto und so, meine Schuhe sind am Dach. Und ja, tatsächlich sind seine Schuhe noch da. Sie sind vom Gepäckträger runtergefallen, aber Gott sei Dank wurden sie eingezwickt und sind nicht ganz runtergefallen. Dani hat quadratische Spaghetti gefunden. Jetzt eine ganz besondere Straße gefunden, die können uns super hinstellen zum Schlafen.
Wir haben einen Schlafplatz mit wunderschönem Ausblick gefunden. Man sieht ganz weit das Meer. Und der Daniel macht es immer ganz toll, wenn wir dann den Schlafplatz haben, dass er dann die Schaufel auspackt und oder nach Steinen sucht, um uns gerade zu stellen, damit wir dann eben schlafen können. Wir haben damals die kleine Dose auch noch dazu gekauft. Normalerweise kaufen wir immer die großen Dosen. So quasi als kleines Backup, als Reserve. Und mittlerweile ist die auch schon fast leer und wir haben dann wirklich nichts. Aber ja, also wir können ja kalt frühstücken oder kalt abendessen, wenn es irgendwann leer ist. Und wir sind schon sehr, sehr nahe. Ich glaube, eine Stunde oder sowas müssten wir noch fahren, bis zu dem Decathlon, der das Campinggas dann hat. Und ja, wir hoffen, dass es sich noch einmal ausgeht für Nudeln. Unser Gustherr hat leider diese Nudeln auserkoren, die 14 Minuten brauchen. Oh nein. Couscous wäre viel schneller, aber die sind so gut und wir haben Hunger. Hoffen wir das Beste. Wieder mit den Nachbarn abgeklärt. Alles passt. Und es ist schon alles Mögliche ausgerollt in unserer Essenskiste. Und diesmal ist es ein Pocket Coffee, der auseinandergebrochen ist oder geschmolzen und sein ganzes flüssiges Innere über unsere Gewürze und das da und das Plastik, das wir wegschmeißen mussten. Es ist sich ausgegangen.